Podcast. Mahlzeit Buddies und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hardmode, die Hardmode Buddies sind wieder auf dem Dach, jedenfalls ich. Ich hörte schon irgendwo Frames. Ah ja, da ist er. Da ist er. Moin, moin. Antat ist auch dabei. Oh Leute, ich habe mir überlegt, was sage ich euch am Anfang der Folge? Und die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Gut, dann kann ich ja was sagen. Gerne. In der letzten Folge bin ich ja gestorben und mein Rucksack lag hier irgendwo draußen. Und wir hatten dann vor, kurz abzuwarten, dass ich dann meinen Rucksack wiederholen kann. Mussten aber dann doch frühzeitig abbrechen, weil wir nicht mehr, wir mussten den Server verlassen. Und dann wollte ich mal eben kurz in der Nacht meinen Rucksack holen. Und das ist der Grund, warum ich hier jetzt von außen erscheine. Weil ich habe meinen Rucksack geholt und dann haben wir uns ausgelockt. Genau. Und ich habe hier Unmengen an Wasser drin und koche die jetzt mal ab. Kochen. Wie lange braucht ihr? 10 Minuten? Okay, das ist zu viel Brennstoff. Wir lassen auch nur 12 Minuten drin. Also, wir haben viele Ideen für diese Folge. Wir machen als erstes, gehen wir jetzt unsere Quest in die Wüste abgeben. Dann wollten wir irgendwie, eigentlich Molotows oder dergleichen herstellen, wo ich aber skeptisch bin, dass das funktionieren wird. Weil wir stimmt, halt gut, dass es und so haben, ne? Molotow-Cocktail, Benzinkanister, Stofffetzen, Öl, Glaskrug. Benzinkanister, Stofffetzen, Öl. Ja, da könnten wir schon was mit anfangen. Obwohl ja, wir haben Pass and Guess, was wir bis jetzt her gemieden haben, ne? Ab dahin. Ja, wie gesagt, ich laufe erstmal zum Händler. Ich habe auch noch Händlerzeug einstecken. Ja, Oh, Mann. Ja, soll ich. Soll ich denn schon mal dahin? Wohin? Zum Pass and Guess, wo war der? Erster Zombie begrüßt uns gebührend. Hui. Oh. Ja. Oh. Gruppe. Gruppe. So, hab ich. Wie gesagt, ich will kurz die Quest abgeben, weil ich möchte zum Wüstenhändler nicht mehr wiederkehren eigentlich. Erstmal. Ja. Und dann haben wir das weg. Und ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt leider alle leeren Glaskrüge gefüllt. Das waren 130 Stück. Soviel zum Thema Glaskrug. Ich weiß nicht, was wir noch haben. Ansonsten, oh, ja, der ist tot. Ansonsten, können wir es gerne machen, mein Gott. So. Ja. Wir sind ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht heute mehr, wo. Wir vor der Aufnahme ein bisschen beschäftigt. Genau. Ich weiß nicht mehr, wo der Pass and Guess war. Ich habe das Gefühl, wir waren voll von Pass and Guess. Und bevor ich jetzt hier doof durch die Gegend laufe, habe ich mir gedacht, kommst du mit, ne? Begleite ich dich, genau. Ist auch gut so. Komm mit, weil du hast ja auch die Quest abgeschlossen. Ja. Ach, du hast sie abgegeben schon, ne? Nee, gut. Zurück zum Händler. Also ich bin wieder in der Wüste, also wird Aloe gesammelt. Autsch. Standardmäßig. Brauchen wir eigentlich Yucca auch? Ist das immer noch so gut wie damals? Das kühlt, ne? Yucca-Saft. Mhm. Kühlt. Und wenn wir jetzt mal öfter in der Wüste sind, ist es nicht verkehrt, wenn wir was da haben. Na gut, dann nehmen wir den Yucca auch mit. So. Ja, wenn man eh auf dem Weg ist, kann man die Zeit effektiv nutzen. Ja, eben. Mit den Fäusten nimmst du auch nicht viel Ausdauer weg. Nachteule hatte ich vorhin im Stream vermisst. Sie sagte, wo du da warst, hat sie ihre Runde gewonnen. Dann warst du weg, hat sie verloren. Ja, das war echt cool. Ja, hat sie mir kurz erzählt beim Stream. Nachteule übrigens zu finden, Leute, auf Twitch jetzt. Nacht-Eule92. Genau. Streamt ihr heute ein bisschen Fortnite, wer es mag. Schaut gerne mal rein. Werden wahrscheinlich auch noch andere Streams kommen, schätze ich mal. Sage ich mir einfach mal so. Jetzt muss sie es machen, nein, Spaß. auf jeden Fall sehr interessant. Geht voll ab. Yes. Ja, auf jeden Fall. Sie hatte mir noch erzählt, sie hat einmal ein Solo-Play im Fortnite gewonnen. Oh! Und nein, Gaia! Nein, nein! Tot, fast tot. Gott, danke. Oh. Hast du Antibiotika?
nicht dabei. Ich kann dir ein First Aid Kit geben. Willst du? Warte, habe ich noch Schmerzmittel? Habe ich nicht, ne? Ja, nehme ich gerne. Oh nein! 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 Ich hasse die Wüste, Leute. Dann nehme ich das Ja, First Aid Kit mal wieder mit. bitte. Oh, ey, fuck, ey. Ja, die Geier, ne? Voll die Wärst du Geier, jetzt ehrlich. nicht gewesen, wäre ich tot. Das freut mich sehr. Wenigstens konnte ich dir helfen. Gott, ich sterbe ich mal hier. Ja, pass bloß auf. Ich bin ja letztes Mal auch schon von einem Geier und einem Zombie gestorben. Das ist echt eine Plage da in der Wüste, ey. Wahnsinn. Ah, man darf den Hardmode nicht unterschätzen. Überhaupt nicht. Deshalb, die Horde wird sowas von langweilig für euch wahrscheinlich. Ja. Ja, wir können da So, halt echt was nichts wollte ich gerade tun. noch mal über die Nachteule sagen? Weiß ich nicht, sorry. Ich brauche Ich einen habe noch Schluck. zu ihr gesagt, sie hat erzählt, dass sie vor einiger Zeit das erste Mal ein Solo Win hatte. Jo. Und dann habe ich während sie dann den Stream gemacht hat, habe ich gesagt, ja, dann wird es jetzt einen zweiten Solo-Sieg geben, habe ich vorausgesagt. Okay. Und es war so. Ja, sie hat nur kurz gesagt, du hast das erwähnt, dass es ein Solo-Sieg wird und zack, war es auch so. Genau. Und danach war ich halt drin und du nicht mehr. Und sie sagte, Antares, wo bist du, weil sie gestorben ist. Hat super gespielt, hat die echt fertig gemacht. Also man meint gar nicht, dass unsere Hausfrau und Sortiererin, Schrägstrich Köchin und Gärtnerin Ja, so ey. töten kann, ne? Ich Also. habe ihren Aim gesehen. Die Gegner sind quasi nach links und rechts gelaufen und der Cursor, der war immer direkt auf dem Gegner, ne? Das nennt man Aimbot. Ja. Nee. Also sie hat das echt drauf. Also ich Ja, würde und das sagen, auf der würde meinen, Playsee wenn mit sie. Konsola. Konsola, mit Konsola spielt sie. Auf der Playsee mit dem Konsola. Also mit Controller, das ist ja für mich überhaupt schwarze Magie, sowas. Ja. Wie sowas gehen kann bei Ja. Shootern. Total. Weshalb? Also schaut echt mal rein, ist sehr, sehr interessant. Sie wird wahrscheinlich öfter streamen. Ich habe noch keinen Streamplan von ihr. Sobald ich was weiß, sage ich's. Ach, da mein Rucksack. Oh, ich habe ihn wieder. Ah, bist wieder da, okay, Ja, super. ich baue eben den scheiß Vogel hier ab aus Rache. Es ist wieder alles durcheinander. Ne? Ah, ich hasse es. Durcheinander. Oh, egal. Hast du eine Flasche Wasser für mich? Jo, hier. Sehr gut, weil dann kann ich mir einen Yucca-Saft machen. So. Machst du mir auch hin? Nee. Ich brauche noch mehr Yucca Warte, ich dafür. hab Und eine Jucker. Flasche Wasser natürlich. Kann ich ihn auch einfach so. Ich habe jetzt Angst Ja, vor Geiern, kannst du. weißt du, weshalb? Jucker-Saft. Ja, fertigen, bitte. Noch So, überhitzen ja, ohne dann. Ende. Richtig. Dann laufen wir mal direkt geradeaus weiter in Richtung Händler. Ja, über Stock und über Stein, ey. Ja, Leute, ihr seht's, Horde und Geier, ne? Die Relation, ne? Und ein Geier ist schon schlimm. Also, wir werden gleich einfach zurücklaufen, würde ich vorschlagen. Oder von mir aus teilen wir uns auf. Antares versucht, was zu craften. Ich höre eine Schlange, da. Antares versucht, was zu craften. Und ich würde dann schon mal ein Danke. Gebäude suchen, bitte. Ich bin Level up. Gerne. Jetzt bin ich Level 7. Ja, ich hatte auch ein Level-Up vorhin, dann bin ich gestorben. Hast Glück gehabt, ne? Jo. Hast wenigstens keine XP-Buße. Ja, die hast du doch trotzdem, aber du hast trotzdem dein Level-Up. Oh, echt? Ja, also ich schau mal Okay. kurz rein, ich meine ja. Ja, das Level-Up bleibt. Du musst halt nur die XP wieder aufholen, ne, Ja, bevor du nee, da weiterkommst. richtig, aber wenn du keine XP gesammelt hast, weißt du, wie ich Oh, meine? ich kann ein Antibiotika looten, nehme ich auch. Entschuldigung, ich habe Loot gesehen. So. Quest abschließen. Gibt uns jetzt 3300 XP, 670 Tokens und Antibiotika. Und das meinte ich, das sollten wir auf jeden Fall weitermachen. Jetzt gehe ich Ja, nochmal kurz in sein Inventar und verkaufe seine Sachen. soll ich denn direkt eine neue Quest starten, Ne, oder? nicht hier bei dem. Wir gehen ja noch Okay. oben. Alles klar. Haben Deshalb, wir hier das schon wollen alles wir ja gelootet? nicht. Ja, ne? Ich verkaufe hier noch kurz meinen Stuff. Ich habe noch hier was mitgenommen, und zwar das hier. Verkaufen wir, den verkaufen wir. Hier die Goldklumpen. Verkaufen wir alle. Wow, fast 2000. Ich hatte noch was. Ich weiß, das hier, das können wir verkaufen. Jetzt habe ich wieder alles Unordentliches. Ich hasse das.
Fleisch, Knochen, Fleisch, Essen. Das ist auch Köpfe Essen. platzen. Ja, also der Skill ist echt gut. So, Prügelpeter. Der Prügelpeter. Level 2. Ab heute heißt Antares Prügelpeter. Zu seinen anderen 18 Namen. Knüppelqualität 3, 20% mehr Schaden. Gegner betäuben. Gut. Der hat jetzt nichts mit Enthauptung. Ne? Das ist du, der reine du, Stärke. Entschuldigung, hast du jetzt noch Casino-Tokens? Ja. Gib mal welche da. Ich schau mal, bist du schon weg? Nee, bin da. Schmeiß die mal. Ich habe hier nämlich jetzt 4.500. Vielleicht kann ich ja ein paar Granaten holen oder so. Guten Tag. Zeig mir mal das Inventar. Erstmal immer den Secret Stash abgrasen. Panzerbrechende Munition, ja, ist cool. MP5, Amboss. Kontaktgranaten kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht. Ja, weiß ich, weil wir brauchen diese mechanischen Schießpulver, Teile. Schießpulver, mechanische Teile, genau. Das ist es, ja. Mollys können wir höchstens noch. Ich schau grad, ob er irgendwas hat für uns. Aber hier sind nur Waffen oder sind Explosives extra? Mods. Was denn bei Mods hat so. Gewehr Zweibein, oh. Oh Gott, ey. Ich bin. Ich würde mir ein Zweibein eventuell kaufen, wenn jetzt nichts mehr kommt. Verbandskasten, Elektrozaunpfosten. Verbandskasten, Streichholz. Das ist egal, das ist auch nicht egal. Das ist. Schießpulver hätte er. Kleber. Er hat leider keine Mollys oder so da oder Granaten. Benzin? Benzin? Nee. Kann nicht, oder? Okay. Nö, ich kann aber Muni kaufen, wenn du möchtest. Ich könnte Panzerbrechenden 762 kaufen. Also der kostet ja, 32. Such dir was aus. Such dir einfach was aus. Auf jeden Fall gebe ich es aus, ne? Dafür. Für Muni. Ja, genau. Du hast eine AK und was noch? Eine Pistole. Pistole, gut. AK nehmen wir dann hier alles mit, was geht. Schon 3-3. Oh, guck mal, jetzt noch mehr. Ja, ich würde dann ein bisschen Schrotzenmuni noch mitnehmen. Warte mal, 1-3, das ist. Hat er. Ja, hat gar keine Pistolenmuni, okay. So, doch hier, Panzerbrechende 9mm, geil. Jo. Also sonst kannst du auch Shotgun-Muni kaufen. Irgendwo haben wir, glaube ich, noch einen in der Base. Dann kann ich mir die auch noch einpacken. Ja, kaufe ich auch. Ich kaufe jetzt... obwohl 30 Pistole ist nicht viel, ne? Besser als nix. Such dir einfach was aus. Ist eigentlich egal. Hauptsache Schusskraft, ne? Nur, wir haben schon 10 Uhr. Und ich weiß. Ich hab's im Kopf noch. Ich will halt nur das Geld eben ausgeben, wie viel es geht. Ja. 10... Oh, Wasser. So, kann man ja mal reinjumpen. Nee, kann man nicht. So, komm mal her direkt. Einmal aufteilen. Wo ist der her? Ich komm zu dir, warte. Nee, wir müssen... Aha, Wasser reinjumpen, okay. Ich würde vorschlagen, dann wir gehen wieder direkt zurück Richtung Base und gucken uns da in der Nähe nach dem Haus um. Hier. Ja, komm mal her. Perfekt. Ich habe nämlich keine Pistole, die ist panzerbrechend. Also die ist stark, die Muni. Okay. Hier, für dich. Und für dich, dann habe ich halt ein bisschen mehr Shotgun für dich. Jo. Haben wir schon mal ein bisschen was wenigstens überladen, ne? Rüstung des Ziels, minus 20%. Ja, okay. Ist also die 9mm Panzerbrechende würde ich für die Dicken nehmen. Mhm. Für die Horde. Wir wollen ja auch versuchen, ein paar EPs zu machen. So ist halt nicht. Antares und ich haben eine Eigenschaft gemeinsam, die nennt sich EP-Geier. Sehr zu empfehlen fürs Gruppenspiel. Sollte jeder haben. Und, das ist schon von Level 1 an ein unsichtbares Skill. Ja, das passiert schon bei Charaktereinstellung als Passive. Ja, genau. So wollte ich sagen. Du hast aber den besseren Ausdruck dafür gehabt. Warte mal, wir essen mal hier das Chili. Chili ist nie verkehrt. Oh, so ein Chili wäre jetzt geil. Ja, und alles andere, Leute, das kommt jetzt bald. Ich
muss gucken, ich muss auf jeden Fall noch hier Pflanzen sammeln für Tee und Eier noch. Ja, wahrscheinlich haben wir genug Eier, nur wir finden sie nicht in der Base, weil da alles durcheinander liegt. Sorry, weg mit den Weißen Ich hier. glaube, wir kriegen demnächst ein bisschen Unterstützung, oder? Ich Was weiß nicht, meinst sie hat Spaß geschrieben. Also wer es gesehen hat, die Nachteule hat das Video geschrieben, sie kann sich das Elend mit den Kisten nicht mehr angucken und sie muss mithelfen. Wie wir hoffen es. Wir schließen sie abends immer in die Nachtgebete ein. Aber bis jetzt, ja, sind wir halt alleine. Was sollen wir sagen? Wir sind ohne die Frau aufgeschmissen. Hauptsache Fortnite-Stream. Das geht dann. Aber wir, weißt du, wir müssen hier verkommen. Das ist doch Kacke. Okay, das ist schon mal ein gutes Haus hier. Backstein? Das ist unser erstes Haus, ne? Wollen wir mal reingucken? Das ist unser erstes Haben Haus. wir da was oben? Das ist Ja, Wüste, ist ja, da das ist noch. scheiße. Lass mal in Grüne. Ich will nicht Ach so, ja vor Hitze klar. sterben. Oder hier, Hochhaus natürlich, ne? Ganz nach oben Ist und da denn noch tschüss. was in der Kiste oder haben wir die leer gemacht? Schau ich mal rein eben. Kommst klar? Ja. Ich habe jetzt einen Punkt mehr Oh, in Prügelpeter. Prügelpeter. Oh, Siehste, hier oben weg ist das Bein. ist gut bewohnt alles. Wie gut Ne, bewohnt. neue Zombies gespawnt. Ich schieß die mal ab. Ehrlich? Ja. Oh, One-Shot, Alter. Die ist tot. Ah, die ist aufgewacht. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Ich habe ja jetzt keinen Bogen mehr, also ist der erste Schuss immer. Pass auf, ich versuche mal mit dem Guck mal. Prügelpeter mich hier anzuschleichen. Anzuschleichen. Ja, warte. Hast du schon geskillt? Nee, noch nicht. Deshalb versuche ich es ja. Da bin ich mal gespannt. Ach, das geht. Geil. Guck mal. Ja, Mann, das Geil. ist im Hartmut nicht zu unterschätzen. Siehst du, ist noch was drin, ne? Jo. Ich schaue jetzt mal kurz, ob was Wichtiges ist. Ja, Munition ist schon mal gut. Oh, das ist noch, ich schmeiß dir mal 9 mm Muni. Ich nehme Ach, die jetzt ganze Muni, nur ja, das klar. Wichtigste mit. Das war's schon. Bier ist auch sehr wichtig, aber jetzt nicht. Old Cash, guck mal, können wir scrappen für Papier. Oh, guck mal, Flintenmuni ist auch noch da. Oh, Fleisch nehme ich auch mit. Ja, das Brasszeug. Oh, Klebeband ist gut. Kleber ist gut. Knochen. Geschmiedetes Eisen nehme ich mit. Legen wir alles in die Base kurz rein. Aloeblätter 70, auf jeden Fall. Eisen nehmen wir mit. Das Messing nehmen wir mit. Das scrappen wir direkt Ja, dabei. wir nehmen alles mit. Ja, kommt, kommt. Lass mich mal kurz einmal R drücken. Warte. Gut, dann drück mal. Kriegst du alles mit? Fast. Okay, Rest den kannst du Rest habe ich. mitnehmen. Sehr geil. Unsere Schlafsäcke liegen auch noch hier, falls wir die mal brauchen, können wir wieder aufheben. Ja, das Haus ist aber an sich nicht schlecht. Es ist breit, bis sie da durchkloppen, haben wir Zeit. Ja. Vielleicht sollten wir doch hier zurück machen gleich. Ist halt Wüste, aber abends ist Wüste ja auch kühl, ne? Ist sie das hier in dem Spiel? Die Hoffnung ist da. Ich weiß es nicht. Also ich meine, Ich glaube abends nicht. jedenfalls nicht rot überhitzt geworden, noch nie zu sein. Im perfekten Ja. Deutsch habe ich es ausgedrückt. Also abends ist man halt vielleicht ein Selten Nächte in bisschen, der Wüste verbracht. ja, so gelb vielleicht mal, aber das ist ja nicht so schlimm für eine Nacht. Wo sind Pflanzen? Aber ich sammle jetzt nichts. Also wir könnten das Haus nehmen. Das Shamways ist schön breit, bis die sich da durchboxen, dass wir runterfliegen. Dauert's. Oder wir nehmen Ja. halt das Hochhaus und sind ganz feige, aber dann können wir auch nicht runterschießen. Und wir haben jetzt ein bisschen Muni, also ein paar Zombies dürften wir killen. Der mit seinen Türmen hier. Ja, Ja, ich mache die ja auch, das aber ich ist baue die auch ab, wenn ich wieder runtergehe. ja, mache ich auch Damit manchmal. man die wieder neu setzen kann, weißt du? So. Ja. Hast du jemand alles voller Türme außen? Oh Gott, Leute, So. jetzt schaut's euch an. Jetzt mache ich. Nee, warte, ich nehme eine ganz neue Trolleybe. Nee, ich müll alles zu, was hier. Ich müll einfach rein. Egal. Genau. So. Jasmin, bitte. Hörst du mich? Jasmin! Jasmin! Komm jetzt! Okay, die wäre voll. Ich gehe mal zu der.
Appetit. Scheiße, voll. Ich versuche das Essen wenigstens hier zu lagern irgendwie. Was? Was? Hast du mir deine Aloe Vera Blätter gegeben? Ich habe 70 Stück in die Kiste gepackt. Ich habe 107. Wie habe ich denn das gemacht? Du hast gefarmt. Hast du Motherload? Da habe ich niemals gefarmt. Was? Du hast gerade gefarmt. Ach so. Nee. Ich weiß. Na, ich weiß jetzt warum. Warum? Na, ich habe hier aus der Kiste, bevor ich Sachen reingelegt habe, habe ich einmal R gedrückt. Damit sich das stackt, weißt du? Ich bin gelernter Vollmüller. Du, gelernter Vollmüller, habe ich jetzt deine Muni aus der Kiste geholt? Ja, ne? Hier, die habe ich dir gerade gegeben, die hast du hier reingelegt, bitteschön. Achso, ja, siehst du, ich bin... Du bist echt gelernter Vollmüller, ey. Ja. Krass. Das ist, wenn du jetzt die Kisten vollschmeißt mit sämtlichen Kram, ne? Jo. Dann drückst du einfach bei jeder Kiste R, und dann hast du ja erstmal die maximale Anzahl von den Sachen. Na gut, das stimmt. Am Mann, stimmt, ne? Und dann kannst du wieder einsortieren. Das stimmt. Da gebe ich dir sogar recht. Das ist das Einfachste, ne? So. Oh, was? Okay, ich sag jetzt mal gar nichts. Warum? Ich habe doch gesagt, hier war irgendwo ein Pässe Gas, ne? Wir stehen drauf, ne? Ja, sicher. Oh Mann, so, schon voll. Oh Leute, ey. Schon fertig gelootet. Was soll das geben mit uns, ey? Fertig gelootet, ja, natürlich. Was, wieso bezweifle ich das nicht? Oh. Ich dachte gerade, ey, geil. Alter Finne, ey. Sehr, sehr geil. So. So. Ja, denn. Ja, keine Ahnung. Ja. Mollys, sag mal. Mollys, ja, sag mal kurz, was ich brauche. Wie viel Benzin? Benzin, okay. Wie viel Benzin haben wir in der Base? Irgendwo in den Kisten wird ja wohl was sein. Warte mal, ich habe jetzt die vierte Kiste. So, 190 Benzin habe ich gefunden. Schauen wir mal hier rein. Einiges, ja. Was noch? Glaskrüge, ne? Glaskrüge, ja. Habe ich einen. Das ist jetzt Glaskrüge, Flasche Wasser. Trübes. Stofffetzen, Öl. Stofffetzen dürfen wir Öl 10. Also, ich habe noch keine Glaskrüge. Stofffetzen. Glaskrüge. Ja, gib mir mal das Benzin. Ich schmeiß raus, ja. Hast du Glaskrüge? Ja, habe ich. Was? Was? Nee. Was noch was? Nee. Ich krieg nur einen Molotow-Cocktail aus 300 Benzin. Ja, dann lass sein. Also ich habe jetzt ein Molly gecraftet. Toll. Wir brauchen Benzin. Ach, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Komm, es ist 14.30 Uhr. Bitte dich. Also ich würde einfach mal sagen, wir gehen zurück auf unser Häuschen. Also gleich. Ja, aber wir warten ja jetzt nicht schon auf die Horde. Nee, ich meine nur, falls wir jetzt noch vorhaben, groß zu suchen. Ich würde da jetzt nicht suchen. Ich würde da einfach drauf gehen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zu unserem Grünhändler, also im grünen Biom. Der ist ja da hinten. Ja. Was da ist der Händler. Und holen uns eine Quest ab. Und gucken, wie spät es ist. Ja, okay. Nimm das Zeug zum Craften erstmal mit. Ja, wie zum Craften? Achso. Für Mollys, falls wir unterwegs noch Benzin finden. Dann kann ich zur Not noch den einen oder anderen craften. Ja, ich hoffe jetzt. Ja, und dann könnten wir eigentlich gucken, dass wir uns auf dem Haus stellen und während der Horde vielleicht ein bisschen runterballern. Hast du eine Axt dabei, Entschuldigung? Steinaxt? Ja, oder halt Axt halt. Nee. Achso. Die habe ich abgelegt. Wenn wir jetzt ein bisschen, Oh, ich habe Honig. Zwei. Wenn wir jetzt Holz fällen, kann ich mit Holz fällen? Nee, ne? Oh doch, geht auch. Mit dem Vorschlaghammer. Dann, ja, ist halt wenig, ne? Ja. Ich crafte jetzt eine Steinaxt. Mach ich jetzt auch eben. Weil dann kann ich uns solche, weißt du, solche Geländer bauen, die man an der Seite hinlegen kann. Dass wir nicht so runterfallen und besser schießen können. Jo. Dann haben wir die wenigstens. Ich brauche nur einen Stein. Hast du Steine? Nee. Nee. Stein, wo bist du? Ey, sonst siehst du überall Steine, ne? Jupp.
Überall siehst du Steine und dann brauchst du einen. Hier ist ein Stein. Ja, ist nur einen. Ah, da, okay. Ja, kann jetzt, ich drauf kloppen. Ich habe jetzt auf zwei. Dann, brauchst du die Steine noch? Ja, ich baue einfach gleich mal so 100 von diesen. Ja, ich kann dir die Steine also geben. Da. Gut. Steinaxt. Sehr gut. Holen wir ein bisschen Holz ran und habe so ein bisschen Stein. Ich crafte schon mal, wie heißen denn die Dinger überhaupt? Ich mach schon Holz. Holz, Holz, Gitterstäbe. Was waren die? Sag mal, auf welches Dach wollen wir denn gehen? Vielleicht kann man das Gebäude nochmal clearen, dass sie. Ja, ich würde halt das, noch von das innen Dach gehen, wo wir schon waren, halt. Ist das von innen leer, das Gebäude? Stimmt nicht, aber ganz ehrlich, kommt es auf 5 Zombies. Weil, wenn wir da oben schießen, dann kann das sein, dass sie dann vielleicht doch noch hochkommen. Wir haben da eine Hedge, das könnten wenn wir da auf jeden Fall wegschlagen und zumachen, diese Hedge. Weißt du, da geht eine Leiter von innen nach oben zum Dach und da ist eine Hedge drauf. Sollen wir dann jetzt nicht zum Händler laufen? Was hatten wir nochmal beim Händler vor? Eine neue Aufgabe annehmen. Ja, wo ist denn der Händler? Warte, bist du auf der Karte, hast du mir markiert. Rechts von uns im Osten. Nicht weit, komm, wir holen schnell die Aufgabe, dann gehen wir zum Haus. Ja. Wir müssen nur gucken, wenn wir Quests nehmen, dass sie nicht in den Süden führen unbedingt. Dass sie halt Nord, Ost, West irgendwo hinführen, wäre gut. Boah, 16 Uhr, Tag 7, ey. Das ist ein ungewohnt jetzt, ne? Nichts zu haben. Aber das ist auch schon. Also jetzt wird's langsam ernst. Bisschen. Ist das schon der Händler da? Ne? Jo, ich fertige gerade die Stäbe noch. Die bringe ich von außen gleich an. Jetzt holen wir schon mal eine neue Quest. Sind wir vorbereitet für den nächsten Tag? Können wir eine machen? Ja, wir laufen jetzt Richtung Osten. Das heißt, wir nehmen eine Quest an, die irgendwie in Richtung Westen geht. Ja, am besten. Das wäre dann unsere Stadt, ne? Und Hauptsache nicht im Süden. Ja. Weil dann wird es wieder alles voller Geier. Darf ich sein Inventar sehen? Nee. Der hat keine Quests. Wieder keine Quests. Der hat keine Quests. Hast du welche Aufgaben? Na klar. Stufe 1 säubern. Seitige Zombies, vergrabene Funde. Ich habe schon eine Quest. Soll ich die aufgeben? Warte, ja, gib die mal auf. Dann hast du die so von dem anderen. Wir haben die Tür offen gelassen. So, lass mal jetzt kurz nach der Tür draußen schauen. Da kommen Zombies. Ich suche gerade eine Quest. Ich such Kannst du auch mit ihm reden, wenn ich mit ihm rede? Oh, jo, ja. Geht jetzt. Ich komme gleich hier hoch. Ich gehe mal runter, weil die das Tür offen gelassen, das weiß ich. So, Tor ist zu, alles im gut. Im Westen. 800 Meter westlich. 17 Uhr, Tag 7. Gut, dann 300 Meter westlich. Nimm eine an und dann teil die einfach. Ja. Hast du geteilt? Teil. Jo, da ist sie. Jetzt. Sehr gut. Aber die machen wir jetzt nicht, sondern Quest akzeptieren. Sehr gut. Und dann gehen wir jetzt da zu dem besagten Haus. Zu unserer ersten Notfallbase eigentlich. Ich bin echt mal gespannt. Ich auch. Ich versuche die mal zu markieren. Die müsste hier die gewesen sein. Ne, warte mal. Nicht die, sondern geh weg. Hallo. Nicht so, sondern so. Ich glaube, das war. Doch, das müsste hier. Ich glaube, die. Keine Ahnung. Lass mal da langlaufen, jedenfalls. Ja, 18, 19. Hast du deine Waffen repariert? Nö, aber ich habe Repair Kits dabei. 4 Stück. Okay. Meine Flinte ist repariert und mein Jagdgewehr halb voll, aber Stufe 4, das hält ein bisschen. Mhm. Das wird spannend, ey. Jo. Ich bin echt mal gespannt, weil die erste Horde in unserem Vierer-Let's Play, die war ja der Hammer. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet zu zweit, ne? Jo, aber ich kann dich ein bisschen beruhigen, und zwar waren wir zu viert. Wir hatten Spielmultiplikator 150. Wir haben gut Level gemacht, eine hohe Game Stage gehabt. Und dadurch kamen auch so massig viele Zombies. Ja. Also, aber gut, die Hälfte von denen, die kamen im Hard Mode, ist eh scheiße. War das ja das Dach? Nee, ne? War ein anderes. Vorsicht, war ein anderes. Weiß die haben nicht, wir ja gecleared. War ein anderes, aber ist auch gut eigentlich. Nehmen wir das hier, weil hier gibt es keine Hedge. Unter uns werden Zombies wachkommen, wir klären das Ding. Das
Hast du noch Zeit? Jo, alles klar. Ist gut. Wir müssen halt die Leiter da wegklappen. Ja, ja, das machen wir gleich. Ein paar Blöcke noch. Das machen wir gleich. Komm, wir klären erstmal, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ist ja auch schon echt hoch. Also da könnten wir auch die komplette Horde ausharren. Die kommen da nicht hoch. Ich denke auch. Stoff. Stoff. Leder. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh Gott. Muss der jetzt mal sein? Alles gut. Ich habe hier keine Flucht. Ja, komm raus jetzt. Geht nicht. Doch, komm raus. Ich bin ja hier. Ich bin schon draußen. Komm nicht raus. Der steht direkt vor Vorsicht, der Tür. Vorsicht. Da kommt ein Dicker. Komm raus jetzt. Weg, weg, weg. So, geht doch. Oh, erraged. EP-Regen. Jo. Da kommt noch was. Oh Gott, der Rage. Ist der schnell. Hab ihn. Aber der steht nochmal auf, ja. Sehr gut. Sag mal, können wir durch uns durchlaufen, ne? Ja, wir haben ja irgendwie Friendly Fire aus, ne? Ah. Okay, der Mond wird rot. Also der Himmel. Da ist noch ordentlich was los. Was? Tot? Ach, krass. Sehr gut. Das sah geil aus. Da muss ich mal gucken, ob ich das als Thumbnail hinkriege. Plöpp. Das sah geil aus, wie du da oben vom Geländer mit der Axt, ey. Looten können wir ja auch nach der Horde noch hier. Das ist ein Riesending hier, ne? Hier mit Bühne und so ein Scheiß. Mahlzeit, ja. Buddies, und herzlich willkommen zu Let's Rock. Ja, ist eine Bar hier. Bier, alles da. Gut, wir gehen mal nach oben, kurz nochmal gucken, so bis 20 Uhr. Ne, weißt du was, wenn du willst, guck mal, ich mach schon mal die Holzdinger an der Seiten dran. Sonst wird's knapp. Jo, mach das. Ich versuch mal hier noch ein bisschen zu looten. Und du hast deine AK. Ich mach mir keine Sorgen. Denk dann, du musst aber hochkommen und wir müssen noch die Seiten wegschlagen, ne, bevor du dann final oben bist. Ja, 20 Uhr mache ich mich auf den Rückweg. Fortgeschritten. Verschlossen. Ich überhitze total, aber ist erstmal nicht schlimm. Jawohl, so wollen wir die haben. So. Okay. Passt. Ja. Oh, ich wusste erst, dieser Scheißbug. Was ist los? Ach hier, der platziert die Dinger immer so komisch. Wenn du die nicht an die Wand anbringst, dann ist es ganz schwierig. Aber so können wir wenigstens durch die Dinger schießen, obwohl es ist Holz, ich wäre vorsichtig. Könnte schnell kaputt gehen, aber egal, wir können wenigstens von unten so ein bisschen rüberlunsen, ohne sofort runterzufallen. Ihr kennt ja mein Falltalent, Leute. Ja, das schaffen wir. 19 Uhr. Ich hoffe gleich, wenn der Abend kommt, ist die Sonne nicht so stark. Hier kann man ordentlich Leder abbauen, ne? Ist gut. Hauptsache, das kann man nachher auch noch. Nachdem die Zombies hier sind. Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie dann das Leder abgebaut. So, das hätten wir. Jetzt hier die Kurve kriegen, Leute. Jawohl. Machen wir einfach so. Ist ja auch shit egal. Ja, 14 Schuss, guck mal. Gefunden noch? Ja. Für was? AK. Ja, geil. Hallo? Oh, sind die aus Holz? Ja, kannst du schon mal die Leiter wegschlagen, vielleicht? Ach, geil. Ich wusste. Nee. Ja. Nee, ja. Muss ich kurz abbrechen. Was denn? So. Nee, passt. So, also wir igeln uns hier ein so ein bisschen. Ich glaube, Antares hat einen ganzen Molly. Einen ganzen. Einen ganzen, ja. Er wartet auf die größte Ansammlung von Zombies und dann geht er rein. Die er erwischen kann. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Schaden der Molly macht, du. Ob das reicht. Ja, reicht nicht, aber wie gesagt, wir können ein bisschen ballern. Wir werden gucken, halt, ja, so viel Muni wie wir haben, weil die Hordennacht gibt immer schön EP. Ne, ich hatte
eingangs erwähnt mit den EP-Geiern. Das wollen wir uns nicht ganz nehmen lassen, nur weil wir halt keinen Stuff haben, aber so ein bisschen drauf schießen wollen wir dann doch. Und jo, ja, mal gucken, wie das wird. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Hartmut ewig nicht gespielt, in dieser Alpha noch gar nicht. Ja, deshalb sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall. Komm. Fast untergefallen. So, ich habe nicht mehr so viel, aber es reicht ja auch. Pass auf, die gehen nicht ganz ums Haus, die Dinger, ne? Die gehen nur bis hier, bis da hinten, bis zur Ecke. Und hier so viele, wie ich jetzt habe. Noch 12 Stück. Ich wusste gar nicht, dass man die Gitter aus Holz machen kann. Mhm. Schon immer. Hast du die immer aus Eisen gehabt? Die... Ich habe die immer nur aus, erst wenn ich Eisen hatte, habe ich die Gitter gebaut. Achso, vielleicht war das auch schon mal so, ich weiß nicht. Hier, bis hier gehen die, Vorsicht, ne, so ein bisschen. Ach shit, wir haben schon wieder keine Ausleuchtung, ne. Ich mache euch gleich den Gamma-Wert hoch. Ich bin nur kurz AFK, bis gleich. So, neuer Helm. Ach, Mensch. So, gleich geht's los. Jetzt ist der AFK. Dann wollen wir mal sehen, was die Hardmode-Horde zu bieten hat. Mal irgendwas loswerden, dass ich nicht zu langsam bin. Deine hier Blei. 3 Old Cash. So. Gleich geht's los. Guckst du denn hin? Ziemlich unentspannte Haltung. So, los geht's, die Horde. Nee, ach, Quatsch. Ist ja noch eine Stunde, mein Gott. Ist ja alles gut. Ob ich auch so aussehe? Ja, das kann man noch machen. Tut mir leid, Buddies, aber es gibt Sachen, die kann man einfach nicht, ne? Da bin ich. Ja, verhindern. Genau. Hast du trägst gar keinen Helm, ne? Willst du hier mal kurz den Stoffhelm haben? Ja, Stoffhelm haben? Sehr gerne. Ich hatte so einen Alteisenhelm, der war aber Schitte. Ja. Tragen. Kann ich in einen Helm eine Pocket Mode reinbringen? Noch eine Frage. Hast du Antibiotika oder Honig? Nein. Dann hast du hier eins. Wir haben keinen Geierschutz, ne? Ich baue uns mal hier ganz schnell noch so einen kleinen Geierschutz. Falls mal ein Geier kommt und man kann gerade irgendwie nicht, ne? Dann kann man ja schnell mal drunter flüchten und den aus einer Seite bekämpfen. Weil auch die Hordengeier sind noch heftiger. So, genau. Einfach mal so rein. Und dann kann man das ein bisschen minimieren, die Hitbox von dem Geier. Ja, ich habe mich eben an der Uhrzeit vertan. Ne? Ich dachte so, jetzt geht's los. Ach so, 9 Uhr. In 10 Minuten geht's los und dann gucke ich und dann war es erst 9. Also ich sehe, Antal hat euch bestens unterhalten. Ging. Okay. Ich hab deine sehr entspannte Körperhaltung begutachtet. Ich weiß nicht, wie ich aussehe, aber du sahst ungefähr so aus vielleicht. So. Ja. Ich war der Ausguck. Der Speer. Prost, Leute, die Horde kommt. So, übrigens auch der Grund, wieso ich so schnell AFK muss. Also. Oh, schön. Oh, guck mal da hinten. Geil. Die Rot. Hardmode Horde, los geht's. Ja. Oh, da kommen sie sofort. Ja. Achso, Gamma-Wert, Leute. Gamma. Haben wir das schon gemacht? Ich schau mal.
Gamma, Gamma, Gamma. Könnte man ein bisschen hochstellen. Ich mach einfach ein bisschen hoch, egal jetzt. Damit ihr was sehen könnt. Ihr habt genug Horden bei mir im Dunkeln verbracht. Okay, die hauen drauf. Ich würde einfach mal spontan sagen, Schuss. Ah, cool, die kommt zur Leiter, das ist geil. Das ist richtig schön so. Kommen so ein bisschen dichter. Ja, sehr gut. Ah. Okay, die gehen auch rein. Oh, einige laufen rein, ja. Ja, da muss bestimmt nur eine Treppe nach oben führen. Aber nicht ganz nach oben, vielleicht versuchen sie es halt einfach. Oh, EPs. Bin schon Level Up, warte mal. Ich schau mal kurz bei Level Up, ob ich was in Gewehre packen kann schon. Das ist die Schotze. Wo war denn der Gewehrskill? Haben wir den schon? Warte mal, ich schmeiß mal den Molly. Oh, warte, wir sehen. Oh, Geier! Bei dir! Vorsicht! Jawohl! Das meinte ich mit Geierschutz vorhin. So ein Notfallschutz ist immer gut. Ja, willst du jetzt schmeißen schon? Jetzt sind es nicht mehr so viele, ne? Oh, warte mal noch. Egal, wir skillen auch nicht in der Horde jetzt, egal. Gucken, vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Skill. Die Leiter ist gut, die halbe Leiter. Ist richtig gut. Kommt meine Schotze da dran? Ich weiß gar nicht. Oh ja. Nur nicht runterfallen. Das sagst du dem Falschen, ey. Ja, jetzt könnte man doch werfen, oder? Mach mal. Es brennt dir doch unter den Nägeln. Achtung, Achtung. Geh mal am besten weg, nicht dass du... Ich will's ja sehen. Yay. Yay. Immerhin. Ja, ein Molly ist halt schwierig. Jetzt. Ja, doch, guck mal, jetzt wandern die EPs auf. Yo, yo, yo. Geil, sie ist verbrannt. Eine klassische Unterhaltung zwischen Antares und mir. Oh, guck mal, die EP wandert nach oben. Ja, voll geil, ey, voll geil. Also ist ganz entspannt, ne? Die kommen schön zur Leiter. Haben wir gut gemacht. Ah, oh, guck mal einer an. Antares, also tick, 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 tick. Ja, ich könnte auch... Nee, ist schon gut, du. Ich könnte auch machst so... das sehr gut. So machen. Hauptsache, du machst effiziente Kills und so viel wie möglich. Wie ist mir egal. Die halbe Leiter ist unfreiwillig echt gut. Oh, geil, geil, geil. Oh, oh. Gleich tot. Okay. Oh. Halt dich mal irgendwie. Ja, mach ich. Ich baue die mal ab hier. Da kommt noch ein Geier. Oh. Okay. So. Bau die alle ab. Alles Knochen, Federn und Fleisch. Ich höre die ganze Zeit Hunde, aber ich sehe keine. Ich habe auch einen Wolf gehört. Ja, so kann es weitergehen. Gleich wieder Level Up. Sehr gut. Ich freue mich schon auf die Skillverteilung. Oh, ja. Das meinten wir. Wir versuchen halt maximalen Damage zu machen. Gut, dass wir jetzt nur so viel Muni einkaufen konnten, wussten wir vorher auch nicht. Das ist sehr geil. Ich check mal kurz den Himmel. Ich sehe keine Geier erstmal. Die sind im Haus, glaube ich, die Hunde. Mhm. Jo. Guck mal eben hier um die Ecke. Ja, ich schau mal hier hinten. Die werden im Haus sein wahrscheinlich, unter uns. Ja. Ah, jetzt kommen sie raus. Da ist der Wolf schon wieder. Ist er down? Ja. Nice, ich könnte den Gamma-Wert jetzt ein bisschen runternehmen, ne?
Wir könnten, weiß ich nicht, vielleicht ein Loch in den Boden machen? Nee, lassen wir. 2500. Joa. Du machst es. Damit es dann machen ist. Warte mal, ich trinke mal kurz was, ess was. Hat Hunger, der Kollege? Ja! Nicht, dass du da gleich runterfällst. Das wäre ja mein Markenzeichen, wie gesagt. Würde keinen mehr wundern. Ah ja, da sieht man schon ein bisschen was. Oh, ja, die sind aber auch schon weit oben. Okay, ein Gamma weit nach oben. Um 20. Das sollte passen. An den kommen wir nicht dran, glaube ich. Oder da. Na doch, glaub schon. Nö. Gehen wir außen gucken wieder. Warte, du bist sehr an der Kante, Vorsicht. Bei mir schwebst du quasi schon. Wollt's nur erwähnt haben. Jo, ich weiß, ich weiß. Ich beweg mich nicht mehr. Ihr seht es. So. Noch ein Block ist frei. Könnte helfen. Oh, guck mal, hier oben. Ich hab ihn gesehen. Oh, schade, untergefallen. Ja, gut gewählt. Die kommen zwar ein bisschen nach oben, aber die kommen wohl nicht ganz hoch. Da sind sie wieder. Oh, da ist da auch der Hund. Hundi. Naja. Hammer. Und? Hab ich. Oh, sehr gut. Level up. Nein! Scheiße! Leute, schaut jetzt bei Antares zu, bitte. Genau jetzt. Jetzt. Wo war der Ausweg? Keine Ahnung. Wenn du dabei bist, pulse mir vor die Flinte, ey. Ah, da bist du ja schon. Ich glaube, die nehmen Frames und kommen. Ja, ich habe aber. Yeah, yeah. Wo sind die Frames? Soll ich ein paar schmeißen? Dann ach doch, da waren sie. Da waren sie gerade. Nee, nee. Da waren sie, aber ich habe hier gerade Anhang. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Jawohl. Ja, 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 ja. Genau. Mit der 9mm fährst du gut. Das staggerst du die schön. Haben wir. Lootbeutel. Ich habe nur 9 Stück. Nee, doch nicht. Ja, doch nicht. Ich muss Frames craften. Ich schmeiße dir hier an der Ecke, wenn du willst. Ja, mach. Ja, sag, wenn du losläufst. Ja, ich sehe dich schon. Warte, ich weiß, Mutter, wo sie gleich ist. Schmeiß ich sie, Moment. Ich hoffe, das geht auch. Ja, sind gefallen an der Ecke. Vorsicht, du, da kommst du nicht hoch. Was denn, du, warte, ich helfe dir. Warte. Hier, hier, hier. Ah, Hammer, komm her. Oh! Jo. Alles gut. Ich hab nur keine Frames mehr. Ich hab die alle geschmissen. Bau mal so eine kleine Leiter hier hoch. Geh mal hoch. Ja, ja. Kannst du wegnehmen. Ja, sehr gut.
Sehr Das ist gut. Teamplay, Leute. Das ist Teamplay. Voll Ui. geil. Sehr geil. Junge, Junge, Alter Junge. Schwede. Pass auf, wir haben jetzt. Ja, ist ja egal, die Frames sind ja da drunter. Ach oh Gott. Herrlich, herrlich, herrlich. War genug Action für mich. Für mich auch. Reicht jetzt. Wir haben zwei Level gemacht, zweieinhalb. Komm, wir machen Skillverteilung. 3 Punkte habe ich sogar. Ich Geil. habe drei Ja, Mann. Punkte, ja. Welches Level? Weiß ich Neun. gar nicht. Level, wo steht das? Charakter, Level 9, ja, ich auch. Ich gehe mal hier unter den Geierschutz, solange. Jetzt bringt es eh nichts mehr. Die vereinzelten Zombies können wir auch gleich erledigen. Mal gucken, was kriegen wir denn? Ja. Wo haben wir denn mal Stärke? Genau, wegen Donnerbüchse, ne? Wir wollten ja hier. Was hätte uns das gegeben? 20% mehr Schaden, schnellere Feuerrate, Nachladen, ja, komm. Wir machen das dann weiter wie geplant. Einen in Stärke noch. Und dann einen in Donnerbüchse. So. Das braucht jetzt schon Stufe 5. Und Schädelbrecher haben wir noch hier offen. Das war hier das mit den Vorschlaghämmern. Das machen wir auch direkt weiter. 20% mehr Schaden, kräftige Angriffe fügen betäubten Gegnern. Aha, okay. 80% mehr Schaden zu uns. Mit schweren Waffen hast du eine Chance, um 30 zu Boden zu werfen. Ja, komm, nehmen wir. Ich Ja. würde, weiß ich nicht, in Bergbaumeister und Hauptader gehen. Soll ich das schon machen oder soll ich Also, damit wenn du noch Bock warten? hast, Quest wäre es mal eine Weile. Ich habe jetzt echt Bock, ein paar Quests zu machen. Dann gehe ich erstmal, Lucky ja, Looter dann gehe ich vielleicht noch erstmal machen weiter oder auf so. Oder Charakter. genau, auf Schaden würde ich gehen. Und dann, wenn wir ein bisschen gelootet haben und gequestet, dann würde ich sagen. Also vielleicht noch die nächste Horde Ja. so in dem Stil hier. Könnten sogar das Haus nochmal nehmen, glaube ich. Dann gehe ich Genau. darauf und dann mache ich vielleicht noch einen Punkt in Ja, Stärke. genau. Wegen. Ja, okay. Und dann hier Schmerztoleranz habe ich schon einen Punkt. Heilfaktor, eiserner Ist auch nicht Magen. schlecht eigentlich. Gut isoliert. Ist auch nicht schlecht. Ist alles nicht schlecht. Ja. Ist alles nicht schlecht. Ist ja das Problem. Standhaftigkeit, was bringt Könnte mir ich dir jetzt das? erklären, aber das weißt du, glaube ich. Entschuldigung. Ich kann nichts dafür. Ah, Was? es ist 4 Uhr, Mahlzeit, Buddy, sage ich schon mal. Wir machen hier noch die Horde zu Ende. Wir gehen da rein, töten den Rest, der noch über ist. Und dann ist die Folge für heute auch beendet. Aber die Horde machen wir noch richtig schön zu Ende. Ja. Das lassen wir uns auch nicht nehmen. Ha. So. Was denn? Geil. Ja, ich bin auch mit dir Ah, runtergekommen. cool. Ich war über dir. Ich fand's schön. Mahlzeit. Und da sind noch Ferals So. da. Ja, sind vor sich. Oh. Oh. Ferrell. Vorsicht, der eine hat leuchtende Augen. Dass du da immer drin stehen musst, ich verstehe das nicht. Komm raus. Guck mal hier. Aha. Ja, ich wollte nicht riskieren, von dir blockiert zu Ich werden. Es ist irgendwie ungewohnt blockiere für nicht. mich, dass ich durch dich durchlaufen kann. Ich blockiere nie, auch wenn du nicht durch mich durchlaufen kannst. Ich de Ah, denke guck, immer jetzt komme mit, ich nicht ja, rein. Hier, rein nicht. siehst du? Rein ist ja auch egal, aber ich würde dich niemals in meinem Rausgehen blockieren. Da achte ich immer drauf. Ja, jetzt verarschst du mich auch noch. Jetzt rennt er raus, während ich reingehe, weißt du? So, scheint ja schon alles Nee, entweder das waren nur despawned oder das waren die vielleicht. Ja, drei wir oder haben auch was? sehr viel gekillt. 3 Level, ne? Ja. Viel mehr machst du im Softcore auch nicht, ey. Okay, hier ist auch nichts los. Ja, Leute. Ich würde sagen, dann beenden wir die Folge, indem wir kurz zur Base machen. Jo. Und dann dort nächstes Mal einsteigen. Ach, haben wir hier gelootet? Nee, ne? Kurz noch schauen. Oh, ein Blaubeerkuchen, geil. Oh ja, kommt den nur mit. Ist hier noch irgendwas Wertvolles, was wertvoll aussieht? Oh ja, da ist Cold Beer. Bin mal weg. Ja, ein bisschen Glaskrüge. Ja, toll. Jetzt brauchen wir auch keine Mullis mehr. Oh, Kochtopf haben wir auch schon, ne? Alles, Kann man gebrauchen für Ja, Chemiestationen und stimmt. so. Leder holst du auch. Ich geh mal kurz nach oben gucken, was da so los ist. Würde mich ja schon. Oh, noch mehr Leder. Noch mehr Leder. Noch mehr Leder. Jo. Okay. Irgendwie so Loot, der mir ins Auge fällt. Nö.
Noch mehr Leder. Darts. Da sind Darts. Okay. Nö, komm. Alles gut. Jo. Immer raus. Ach, falsche Tür. Wo ist er? Da. Koffer. Koffer. Nee, jetzt bin ich in der Küche. Da war ich schon. Erstes Mal Küche, dann das Bier. Ach, guck mal, hier war eigentlich unser Ziel, aber das war schon gut da hinten. Hat gut funktioniert. Wir haben beide überlebt. Ich bin nicht einmal runtergefallen, ich habe ein bisschen Angst. Ich zitter wieder leicht. Ja. Und so kleine Freudetränchen laufen die Wange runter, aber alles gut. Es ist alles in Ordnung. Guck mal, seht ihr? Guck mal hier. Ich bin erst einmal live dabei. Da ist ein Turm. Da geht der hoch. Wisst ihr? Ach, ja, toll, das macht er mit dem Scheiß. Siehst du? Ich gehe zum Sekretariat. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir schon drei. Mal gucken. Ja, so baut man sich dann nebenbei die Base. Baut man sich sowas von aus. In der Hold-Defense, ey. Aber nicht mal aus Spikes, nein, aus Frames. Ach, geil. So, kommen wir. Ach, bringt doch eh nichts mehr, einfach alles rein. Jo. Wisst ihr was? Ich glaube, nächste Folge, so leid es uns auch tut, werden wir die eine Quest machen, die ist nebenan nämlich. Und danach sortieren wir hier. Bis in die Nacht rein. Bis wir einigermaßen sehen, wo was liegt. Wir können dann abends fangen wir dann an mit sortieren und dann. Ja, irgendwie so. Dann habt ihr halt ein bisschen längere Folge, ja, und könnt euch kaputt lachen, wie wir sortieren. Da gibt es bestimmt auch nochmal ein paar Punkte dazu. Gut, was bleibt zu sagen, Antares? Oh, was bleibt zu sagen? Also ich habe Hunger. Ja, dann bin dabei. Ein Verband wäre gut. Also was bleibt zu sagen, ja. War eigentlich so die Richtung, du hast gesagt, du wolltest abmoderieren. Genau, ich weiß. Ja. Ich habe mir nur... Ja, wenn, dann machen wir es hier ganz offen und ehrlich. Okay, das kannst du besser. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja. Ein bisschen enttäuscht. Ja, tut mir leid. So. Sehr gut. So. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Finde ich auch nicht schlimm, wir hatten es. Nein, sorry. Genau. Und ja. Oh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.